Leute, schön, ich bin's Lamia und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Heute gibt es ein neues Video von mir mit einer verstopften Nase. Heute werde ich ein Produkt testen, was ich vorher noch nie getestet habe und das ist momentan überall getestet worden von den Bloggern in den USA und ich wollte unbedingt die Laura Lee Los Angeles Palette austesten. Ich habe mir die Palette an Black Friday bestellt und da war sie wieder erhältlich und ich habe sofort zugeschlagen und ich bin so gespannt, diese Palette zu testen, weil ich finde es so krass spannend, die Palette von Laura Lee zu testen, weil ich finde es halt auch nochmal, das ist was ganz anderes. Gerade wenn es um Kosmetikprodukte geht, kann ich mir vorstellen, dass es halt echt harte Arbeit ist, Produkte rauszubringen, vor allem wenn es um Kosmetikprodukte geht. Und deswegen habe ich auch allein schon den größten Respekt vor ihr und das, um das vorwegzunehmen, weil diese Palette sieht nicht nur schön aus, ich bin so gespannt, sie erstmal zu testen. Ich hab schon viele Reviews dazu angeschaut, wenn ich ehrlich bin, und deswegen war ich auch so extrem angefixt von den Leuten und wollte sie einfach mal für mich testen. Ich glaube, es gibt noch keine Videos zur Laura Lee Los Angeles in Deutschland. Deswegen wollte ich euch das allererste Mal diese Palette auf Deutsch reviewen und euch meinen allerersten Eindruck geben und ob die Palette wirklich so gut ist. Und ja, ich würde sagen, ich starte. Ich habe die Palette nur aus der Verpackung herausgeholt. Also ich habe da jetzt noch nichts geswatcht. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Ich kenne es, wie gesagt, nur aus den ganzen Videos. Die Palette heißt, wie ihr schon mittlerweile wisst, glaube ich, Cat's Pyjamas. Das Motiv darauf, das sind Rosen, die auch reflektieren. Wenn man das sich jetzt hier so anschaut, reflektieren die Rosen und ihr Logo sieht auch super cute aus, finde ich persönlich. Und ja, jetzt öffnen wir einfach mal die Palette. Ich habe Laura Lee jetzt nie so in ihren Videos täglich verfolgt, sondern klar, man kennt sie, sie postet Videos regelmäßig, aber ich weiß nicht, was es mit diesen Cat's Pyjamas auf sich hat, weil wenn ich das Äußere betrachte, wüsste ich nicht, was das mit Katzen zu tun hat. Das ist das Einzige, was ich noch nicht so ganz verstehe. Aber ja, jetzt öffnen wir mal die Palette. Oh, wow. Und die Palette sieht so aus. Es ist sehr, sehr schimmrig. Das Material ist aber sehr, sehr glatt. Also es ist jetzt nicht rau und ja, nicht wie so ein Schmirgelpapier, sondern es ist sehr glatt und sehr schimmrig, wie man sehen kann. Richtig, richtig schön. Also mir persönlich gefällt das sehr. Hier sieht man kleine Katzenpfoten, so kleine Spuren von Katzenpfoten und eine sich ausstreckende Katze. Sehr cute. Ich denke, das ist so das Anzeichen darauf, dass sie Katzen liebt. Wer liebt Katzen bitte nicht? Also das ist die äußere Verpackung. Sehr schön. Also finde ich persönlich sehr ansprechend. Auch sehr hochwertig vom Gefühl her. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt die Palette das erste Mal zusammen. So, die Schutzfolie mache ich jetzt mal hier direkt weg, was aber sehr wichtig ist. Viele schmeißen die weg. Ich persönlich behalte sie immer, weil die immer zum Schutz von den Lidschatten dient. Also wirklich, das hat auf jeden Fall seinen Grund und einen Sinn, wieso diese Folien immer dabei sind. Das ist die Palette, so sieht sie aus. Das sind 2, 4, 6, 8, 10 Farben. So vom allerersten Eindruck, das sind wirklich große Lidschatten. Also die Pans an sich sind sehr groß und man kann auf jeden Fall schöne Looks mit dieser Palette schminken. Das Einzige, ich persönlich vom allerersten Eindruck, wenn ich mir jetzt genau diese 4 Farben hier anschaue, die ähneln sich schon sehr. Also das sind so Pflaumentöne, die sich schon sehr ähneln, vor allem dieser Ton und dieser Ton hier wird sicherlich so seinen Grund haben, wieso sie diese Farben ausgewählt hat. Ich persönlich würde jetzt diese Vierer-Farbauswahl jetzt nicht in diese Palette reinmachen, aber es ist letztendlich ihre Palette. Was mir jetzt so persönlich nicht so krass gefällt, ist dieser Ausschnitt hier mit dem Blumen und dem Spiegel, dass der so ausgeschnitten ist. Ich finde das eher so einschränkend, weil gerade wenn man so eine Palette hat, also ich persönlich nutze sehr gerne auch den Spiegel von Paletten und das schränkt es schon sehr ein. Wie gesagt, ich verstehe die Kombination aus den Blumen und den Cat's Pyjamas nicht, was das so auf sich hat damit. Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Bevor ich mich jetzt komplett mit der Palette schminke, werde ich noch ein paar Swatches machen. Ich werde mich bemühen, die Swatches so professionell wie möglich für euch zu machen. Ich mache sehr selten Swatches, aber gerade wenn man so ganz neue Paletten testet, möchte man natürlich die Swatches mit dem Finger sehen und mit dem Pinsel. Und ich würde sagen, ich trage sie jetzt mal kurz auf. Ich swatche jetzt erstmal die Farbe Okidoki mit dem Finger. Ich gehe wirklich so, also ganz leicht rein. Ich werde auch nicht so reinwischen, sondern rein.
Und da kommt schon, ui, gut Farbe raus dabei. Ich trage das jetzt mal hier auf. Mit einem Swipe. Fühlt sich auf jeden Fall sehr weich an, hat sich auch sehr einfach verblendet und einfach auftragen lassen. Und gerade bei so einer hellen Farbe gefällt mir das wirklich sehr. Die nächste Farbe, die ich jetzt swatchen werde mit dem Finger, ist Scatter Brain. Das ist dieser Goldton hier. Und ich gehe wieder ganz leicht mit dem Finger rein und verblende das dann auch hier gleich. Und so sieht die Farbe aus. Ich werde den Rest jetzt noch mal kurz mit den Fingern auf meiner Hand oder auf meinem Unterarm swatchen und dann sage ich euch mehr dazu. Die Reihenfolge der Farben, die ich jetzt gerade mit den Fingern aufgetragen habe, sind einmal Okidoki, Scatterbrain, Bomb Diggity, Cray Cray, Redunculus, Quirky, Cookie, In One Ear, In Out of the Other und Oddball. Die mit dem Finger haben sich alle sehr gut verblenden lassen und sehr gut auftragen lassen. Beim Reingehen in den einzelnen Lidschatten hat man auf jeden Fall Unterschiede in den Texturen gemerkt und gespürt. Die matten Lidschatten sind sehr butterig, sehr weich und sehr einfach aufzutragen und sehr pigmentiert. Die Farben Scatterbrain und Redunculus, In One Ear und Quirky sind schon etwas härter von der Textur. Das Einzige, was mich an der Palette gestört hat, ist, dass die Farbe Quirky im Pan sich dreht. Ich weiß jetzt nicht, muss ich Angst haben, dass der Lidschatten rausfällt? Ich habe alle mit einem Shaderpinsel aufgetragen, haben sich sehr, sehr gut verblenden lassen. Ihr seht, die lassen sich gut in die Länge ziehen. Die einzigen Lidschatten, natürlich die Glitter-Lidschatten und die mit mehr Schimmerpigment, sollte man auf jeden Fall eher mit einem angefeuchteten Synthetikpinsel auftragen. So bekommt man einfach das meiste heraus aus dem Lidschatten, aber nichtsdestotrotz finde ich die Lidschatten an sich sehr, sehr butterweich und sehr gut verblendbar und vom ersten Eindruck schon mal sehr positiv. Und bevor ich mit dem Look anfange, der Preis der Palette ist $40, also ich habe $40 für die Palette bezahlt und habe insgesamt mit den Shippingkosten um die $53 gezahlt. Also das hat nochmal $13 gekostet und ich persönlich jetzt vom ersten Eindruck, Packaging, Qualität der Lidschatten, wie sie sich haben verblenden lassen, $40 total gerechtfertigt und gerade als Indie-Label finde ich das für den Preis einfach wirklich sehr, sehr gut. Ich fange an mit der Farbe Bomb Diggity. Die werde ich in der Crease auftragen als Übergangsfarbe. Das mache ich einfach mit einem Blenderpinsel. Ich nehme jetzt auch die Palette als Spiegel und wie schon gerade bei den Swatches lässt sie sich, das lässt sich einfach wie Butter verblenden. Fallout-technisch, wenn man da so reingeht, da ist kaum Fallout, was ich richtig geil finde. Also sehr pigmentiert und wenig Fallouts. Das ist auf jeden Fall etwas, was der Palette einen riesen Pluspunkt gibt. Die nächste Farbe, die ich auftragen werde, ist die Farbe Cray Cray und die trage ich jetzt mit so einem Pinsel auf. Das ist der Zoeva Luxe Petite Crease 231. Und das trage ich jetzt nochmal hier auf, um meinem Auge mehr Tiefe zu geben. Sehr schöne Farbe. Love it. Ich werde jetzt noch so einen Pinsel nehmen, so einen fluffigen, und verblende das alles jetzt nochmal. Ich werde heute auf jeden Fall noch ausgehen, deswegen werde ich mich heute ein bisschen intensiver schminken. Die einzige Farbe, die mir in der Palette einfach ehrlich gesagt nicht so gefallen hat, ist die Farbe Oddball, weil die Goldglitterpigmente beinhaltet. Und die Pigmente, wenn man sie aufträgt, also wenn man die Farbe swatcht, dann sind die Pigmente so verteilt, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, da Goldpigmente reinzumachen, weil die eh nicht sichtbar sind. Und bei einem Schwarz würde ich lieber bei Matt bleiben, weil ich persönlich, wenn ich das in die Crease auftrage oder entlang meiner, also als Eyeliner oder Smoky Liner, möchte ich einfach keine Glitterpigmente drin haben. Die nächste Farbe, die ich auftragen werde, ist die Farbe Cookie. Ich merke jetzt beim Schminken, dass mir ein dunklerer Braunton fehlt. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht die Welt. Ich meine, es gibt genug Nude-Paletten. Von dem her passt das schon. Ich werde jetzt die Farbe mit demselben Pinsel, den ich vorhin schon für die Farbe Bomb Diggity verwendet habe, in die Farbe Cookie gehen und das hier in dem Bereich auftragen. Die Farben lassen sich sehr, sehr schön aufbauen. Das merkt man beim Auftragen sehr. Entschuldigt mich wegen meiner Stimme. Ich klinge ganz schlimm. Seht ihr, wie alles schön verblendet ist? Das ist alles so ausgesmoked, wie es sein soll. Das ist alles so schön
einfach schön verblendet. Ich glaube, ich trage die Farbe, ich würde am liebsten alle Farben verwenden in diesem Look, aber ich glaube, ich werde die Palette sowieso nochmal verwenden, weil die Kombination, man kann halt wirklich einen schönen Day, also wirklich einen schönen einfachen Daytime-Look schminken oder einen intensiven Smoky-Look oder eben einen gemischten, whatever man möchte. Und ich werde, glaube ich, die Farbe Redunculus, die werde ich jetzt erstmal auftragen. Das ist dieser Bronze-Ton. Und den trage ich mit einem Concealer-Pinsel auf und werde den erstmal anfeuchten, weil der lässt sich einfach am besten auftragen, wenn man den angefeuchtet aufträgt. Und das mache ich jetzt auch. Die Farbe lässt sich gut draufpacken und das tragen wir jetzt mal auf. Hello! Das ist wie ein Foiled Eyeshadow gerade. Seht ihr das? Ich werde nochmal mit der Farbe Cookie gehen. Ich werde jetzt nochmal in die Farbe Cookie gehen, oh mein Gott. Und das nochmal hier auftragen, damit der Übergang noch besser ist. Aber ich finde die Kombination aus Bronzy und Lila richtig schön. Ich werde die Farbe Scatterbrain auftragen. Und die werde ich natürlich auch angefeuchtet auftragen. Diesen Ton hier. Das ist der Lidschatten, der am meisten Glitterpigmente beinhaltet. Deswegen gehe ich da jetzt mal rein. Und so sieht das aus. Ui. Und das trage ich jetzt. Oh, wow. Da gerade Fallouts entstehen, werde ich auf jeden Fall erstmal kurz einen Puder auftragen. Draufpacken, damit ich jetzt dann alles schön wegwischen kann, falls das zu viel wird. Geht's einfach mal das Puder hier drauf. Aber bei dem Lidschatten gibt es auf jeden Fall ein paar Fallouts und das werde ich jetzt alles schön wegwischen. Gehe jetzt nochmal in die Farbe Cray Cray rein und verblende hier nochmal alles schön miteinander. Die Farbe Cray Cray werde ich jetzt auch am unteren Wimpernkranz entlang auftragen. Damit alles schön abgerundet aussieht. Als nächstes gehe ich jetzt in die Farbe in One Ear. Das ist dieser Ton. Und den trage ich so nah wie möglich am Wimpernkranz auf. Und dazu werde ich diesen Pinsel hier verwenden. Und zwar ist es einer von NYX. So ein flacher. Einfach nur bis zur Mitte auf. Als nächstes gehe ich in die Farbe Oddball und trage das mit so einem flachen Pinsel auf. Und das trage ich direkt entlang meines Wimpernkranzes auf. Wie ihr seht, ist das so pigmentiert. Krass. Ein richtig tiefes Schwarz. Ich habe jetzt nochmal einen angewinkelten Pinsel genommen, weil ich das doch ein bisschen, ich will so einen kleinen Flick reinbringen hier noch hinten. Ich werde jetzt noch Wimpern auftragen, den Rest fertig schminken und dann melde ich mich wieder. Ich bin fertig mit dem Make-up-Look. Ich habe mich fertig geschminkt. Meine Haare werde ich jetzt noch gleich machen. Ich muss mich auch gleich beeilen. Und ich komme direkt zum Final Feedback zu der Cats Pyjamas Palette von Laura Lee Los Angeles. Ich muss sagen, der Fakt, dass sie eine Bloggerin ist und das unabhängig gemacht hat und alleine ihre Palette kreiert hat, hat schon mal wirklich meinen größten Respekt. Paletten und generell Kosmetik zu kreieren, bedarf an Ausdauer und vor allem auch an viel Zeit und Energie und dafür lobe ich sie schon mal. Die Palette an sich, ich finde das Packaging super schön, ich finde die Qualität der Lidschatten wirklich, also ich bin begeistert. Es gibt keine Farbe, wo ich sagen würde, so oh, komplettes Desaster. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe oder zumindest zu kritisieren oder was ich anders gemacht hätte, ist das Schwarz, die Farbe Oddball, da keine Glitterpigmente reinzumachen und die Farbauswahl dieser Farben, das ist das Einzige, die ähneln sich einfach zu sehr und das schränkt eben die Vielseitigkeit aus, die man mit der Palette hätte schminken können. Man ist schon in der Farbwelt einfach ein bisschen beschränkt, aber ich finde dennoch die Qualität der Lidschatten sehr, sehr gut und darauf kommt es an, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis eben stimmt und meiner Meinung nach stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis für $40 umgerechnet. Wie viel sind das? Ich habe es kurz umgerechnet, das wären um die 33 Euro und für die Palette finde ich das sehr, sehr gut. Klar kommen Shipping-Kosten dazu, aber ganz ehrlich, für so Indie-Labels, da bin ich bereit,
die Person zu unterstützen. Und da ist einfach so viel mehr dahinter, wenn man das so alleine macht und mit seinem kleineren Team. Deswegen ist die Palette auf jeden Fall La Mia approved und kann euch die Palette herzlichst empfehlen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt sie mir auf jeden Fall in den Kommentaren und freue mich auf euer Feedback. Und lasst mich unbedingt wissen, welche Paletten ich noch testen soll. So wirklich ausführlich. Es ist so das erste Mal, dass ich eine Palette so ausführlich geswatcht habe und dazu was gesagt habe. Und wenn euch diese Art von Videos eher gefallen, wenn ich so meinen ersten Eindruck gebe, dann lasst es mich mit einem Daumen hoch wissen. Ich kann nicht mehr reden. Lasst mich aber immer mit einem Daumen hoch wissen. Und das nächste Video steht auch schon ready. Also morgen ist schon der dritte Advent. Oh mein Gott, der dritte Advent. Und dann steht auch schon die dritte Verlosung an. Und auf jeden Fall in den letzten Videos in die Infobox schauen, wegen den Gewinnern. Sie haben sich bis heute noch nicht bei mir gemeldet. Also unbedingt vorbeischauen und in der Infobox checken. Und mein letzter Weekly Vlog ist auch online gegangen. Also verlinke ich euch alles in der Infobox. Und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ich hab euch lieb und bis dann.